Ja, drücke X zum Starten und damit beginnt es Far Cry 4. Hallo. Ich bin Jeff. Kann man ja an YouTube sehen, wahrscheinlich. Und wie es in jedem Spiel ist, die Helligkeit anpassen. Ist ja klar. Chroniken, was ist das denn? Ah. Ach so. Ja, nee, da starten wir erstmal die Kampagne auf, normal. Starte Kampagne online und guck zu ermöglichen. Offline erstmal. Nicht, dass irgendeiner reinkommt und mir die Show schielt. Stiehlt. Nicht schielt. Schielen tue ich auch. Aha. Nein. Sabal. Den kennen wir nicht. Werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Mr. Gale, ich bin Chet Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Eichel-Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey, dein Pass. Lass mich reden. Was wollt ihr? Was ist los? Da habt ihr alle. पटना बॉस पटना पटना में क्या परवा है तो बाढ़ में क्या लेकिन हमारी रेंज है मैंने कहा बाढ़ में क्या कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो जॉब मिल गया कुछ मिल गया आलो चलो चलो जाने से निकलो अरे रुको साले Ah, da ist er ja. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht. Beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle.
Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins. Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell... Foto. Guck in die Kamera. Lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Aber sowas von. Should I stay or should I go? Ach, schade, das war schon. Ich mochte die Musik. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagamin. Sieht aus wie Marcus. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin der Geist. Ich dachte, Jackie Chan. Aber deine Mutter. Deine Mutter andererseits. Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein. Es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du sinnst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los! Na los! Schrei um Hilfe! Schrei um Hilfe! Hilfe!
Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe! Hilfe! Du musst es glauben! Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terrorist, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Oh, wie scheint, kann ich jetzt spielen? Deployeres Anwesen, ja. Erstmal hier umgucken, erstmal gucken, wie das Gunplay ist. Gameplay. Oh. Ich hab Wurfmesser, gibt es. Geil.